herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag unserer Reihe Erfahrungen geteilt in der Rubrik Wohnmobilreisen in Nordamerika. Wer von euch in näherer Zukunft eine Wohnmobilreise in Nordamerika, das heißt in den USA oder in Kanada, planen sollte und vorhat, ein Wohnmobil zu mieten, den werden sicherlich einige Fragen in dem Bereich umtreiben. Den beschäftigt zum Beispiel, wie das eine oder andere wohl zu handhaben ist, was man wissen und beachten muss. In dieser Reihe wollen wir einige Themen behandeln und heute stellen wir uns der Frage, wie läuft das mit dem Abwasser und dem Frischwasser? Wie entsorge ich Abwässer? Wie befülle ich Frischwasser? Das Ganze wollen wir uns mal an einem Beispiel ansehen, und zwar am Beispiel eines von uns gemieteten Pickup-Campers, mit dem wir eine Rundreise durch Alberta, die Nordwestterritorien, Yukon und British Columbia gemacht haben. Wir werden hier am Beispiel einer Entsorgung unserer Abwässer und Befüllung von Frischwasser in Hay River am Visitor Center das Ganze mal demonstrieren. Die Entsorgung von Abwassern eines Wohnmobils nennt man in Nordamerika Dumping. Um es auf Neudeutsch auszudrücken, wir dumpen. Dementsprechend heißt die Einrichtung, wo man dumpen kann, Dumpstation. Wo findet man Dumpstations? Dumpstations findet man auf privat bewirtschafteten Campgrounds und Trailerparks, häufig an Visitor-Informationen, die auf der Durchfahrt durch Orte mit Hinweisschildern gekennzeichnet sind. Auf vielen, aber nicht auf allen Campgrounds von Regional- und Nationalparks und gelegentlich an Tankstellen. Wie findet man eine Dumpstation? Meistens ergeben sich die Gelegenheiten zum Dumpen von allein, weil man auf seiner Reise ohnehin an Visitor-Informationen stoppt, Campgrounds ansteuert und natürlich auch tanken muss. Sollten sich diese Gelegenheiten mal nicht ergeben, so hilft das gezielte Ansteuern einer Visitor-Information oder einer Tankstelle, und wenn dort nicht ohnehin eine Dumpstation vorhanden ist, stellt man die Frage: Where we can find a RV dump station? Ihnen wird dann garantiert weitergeholfen. Übrigens, RV steht für Recreational Vehicle und bedeutet Wohnmobil. Eine weitere Möglichkeit bietet das touristische Informationsmaterial, welches die Mietwagenverleiher mitgeben. In Straßenkarten und Prospekten gibt es Übersichten der Campgrounds mit Dumpstationen, welche durch das typische Piktogramm gekennzeichnet sind. Dieses Piktogramm weist auch mittels Schildern und Hinweistafeln in den Provinz- und Nationalparks zu den Dumpstationen. Was benötige ich zum Dumpen? Zum Dumpen benötigt man einen speziellen Abwasserschlauch. Dieser Schlauch ist bei verschiedenen Wohnmobilen an geeigneter Stelle meist in einem röhrenartigen Staubehälter untergebracht und gehört zur Ausstattung. Weiterhin ist die Verwendung von Gummihandschuhen aus hygienischen Gründen zweckmäßig. Diese sind üblicherweise ebenfalls Teil der Ausstattung. Man sollte zum Dumpen festes Schuhwerk und keine Sonntagshose tragen, falls es doch mal spritzt. Zu guter Letzt sollte man die Chemietablette für den Schwarzwassertank bereithalten. Diese Tablette hemmt die Faulgasbildung im Fäkalientank und verringert unangenehme Gerüche in der Wohneinheit. Das gehört zwar nicht direkt zum Dumpen, sollte aber üblicherweise nach dem Dumpen durch Einbringen eines Tabs über das Toilettenbecken erledigt werden. Wie geht das Dumpen vonstatten? Eines vorweg: Der amerikanische Standard mit fest installiertem Grauwasser- und Fäkalientank ist mit einer standardisierten Lösung zur Entsorgung dieser Flüssigkeiten über einen gemeinsamen Auslass verbunden. Das heißt, es gibt einen standardisierten Anschlussstutzen unter der Wohneinheit im hinteren Bereich, meist etwas seitlich platziert. Bei der Einweisung wird dieses gezeigt, genauso wie die beiden Schieber für Grauwasser und das Fäkalwasser. Erstens,
An der Dampfstation ist nun das Wohnmobil so abzustellen, dass dieser Auslass sich nahe bei der manchmal unscheinbar im Boden befindlichen Öffnung zum Abwasserkanal befindet. Zweitens, nun ist es an der Zeit, die Gummihandschuhe anzuziehen. Drittens, der Abwasserschlauch wird nun aus dem Staufach entnommen. Viertens, der Deckel vom Auslassstutzen wird durch Linksdrehung entfernt. Fünftens, der Bajonettverschluss des Abwasserschlauches wird auf den Auslassstutzen gedreht, durch Rechtsdrehung diesmal. Sechstens, das freie Ende des Schlauches wird in die Bodenöffnung gesteckt. Manchmal ist es erforderlich, diesen gegen ungewolltes Herausrutschen zu sichern. Dies kann durch Andrücken mit dem Fuß oder einen größeren Stein geschehen. Siebtens, nun können die beiden Ablaufschieber gezogen werden. Zuerst der für das Fäkalwasser, etwas später der für das Grauwasser. So sind am Ende die Rückstände im Schlauch und am Ablaufstutzen weniger unangenehm. Achtens, wenn keine erkennbare Strömung im Schlauch mehr wahrzunehmen ist, kann zuerst der Fäkalwasserschieber und danach der Grauwasserschieber durch Zurückdrücken geschlossen werden. Neuntens, es empfiehlt sich nun, noch eine Minute zu warten und den Schlauch, einen Faltenbalg, wellenartig zum Ende hin zu walken, um die letzten Reste aus den Schlauchrillen zu manipulieren. Zehntens, nun kann der Bajonettverschluss des Schlauches wieder vom Stutzen gelöst werden und der Deckel auf den Ablaufstutzen geschraubt werden. Elftens, an den Dampfstationen sind üblicherweise auch Frischwasserschläuche vorhanden, um Schlauch und Stutzen abzuspülen. Zwölftens, nun kann der Abwasserschlauch wieder verstaut werden. Es empfiehlt sich nun, auch die Chemietablette über das Toilettenbecken einzuwerfen. Kann man die Gelegenheit zum Fassen von Frischwasser nutzen? Ja, grundsätzlich sind im Bereich der Dampfstationen auch Frischwasserentnahmestellen vorhanden, bis auf gelegentliche Ausnahmen. Zu beachten ist allerdings, dass aus hygienischen Gründen nicht der Spülwasserschlauch am Dampfgully genommen werden sollte, auch wenn dieser an einem Trinkwasseranschluss hängt. Es gibt einen weiteren Wasserhahn in einiger Entfernung, wo man mit dem Wohnmobil gegebenenfalls einige Meter hinfahren muss. Wie geht die Frischwasseraufnahme vonstatten? Die Frischwasseraufnahme ist simpel. Zuerst vergewissert man sich, hinter welcher Außenklappe der Einfüllstutzen angebracht ist, und stellt das Wohnmobil im Radius des Füllschlauches ab. Wenn kein Schlauch am Wasserhahn angebracht ist, kann man den RV-eigenen Wasserschlauch nehmen, der auch für den Festanschluss ans Trinkwassernetz verwendet wird. Der Frischwasseranschluss befindet sich außen hinter einer Klappe und besteht mindestens aus einem Anschluss mit Gewinde für den Festanschluss ans Netz und einen Einfüllstutzen für den Frischwassertank. Genau dieser wird zum Befüllen verwendet. Der Schlauch muss während des Füllvorganges mit der Hand festgehalten werden, was ohne Assistenz am Wasserhahn schon mal in Gepansche ausartet. Denn wenn der Tank voll ist, dann schießt einem schon mal aus der Überlauföffnung und aus dem Füllstutzen ordentlich Wasser entgegen. Wenn es soweit ist, schnell Wasserhahn zu, Einfüllstutzen verschließen, Schlauch entwässern und verstauen, solange es der eigene ist. Und die Außenklappe schließen. Jetzt sind wieder einige Tage Autonomie gesichert. Was gehört alles zur Ausstattung? Vom Wohnmobilvermieter wird alles an notwendigem Zubehör mitgegeben. Dazu gehört erstens der Abwasserschlauch, RV Sewer Hose genannt. Er befindet sich üblicherweise in einem gesonderten, rohrartigen Staubehälter. Zweitens Gummihandschuhe. Befinden sich üblicherweise mit Lappen und Eimer im Bad oder in einer Schublade. Drittens Chemietoilettentabs. Befinden sich üblicherweise auch im Bad oder in einer Schublade. Viertens Frischwasserschlauch. Befindet sich üblicherweise auch im Bad oder in einem Außenstaufach. An dieser Stelle ein kurzer Blick auf das Wasseranschlusspanel unseres Pickup-Campers. Man hätte eine Außendusche. Wenn man wie heute so ein warmes Wetter hat, kann man... Naja, da könnte man auch im Teich baden. So, mit den Hähnen warm und kalt. Ach so, ja, wir können warm Wasser machen, wie wir wollen. Machen wir nicht. Hier wird das Wasser aufgefüllt. Und hier haben wir ein
Festanschluss, wenn wir auf einem Campground Wasserversorgung haben, können wir hier Wasser anschließen und haben dann direkt Stadtwasser. Und wofür ist das Schwarze? Im Fahrzeug. Das ist ein Druckspülstutzen, mit dem man die Toilettentanks mit Druckwasser durchspülen. Gut. So, okay. Gewogener Betrachter. Nächste Frage. Was tun, wenn der Schlauch verloren gegangen ist? Der Abwasserschlauch ist unerlässlich für das Dampen, aber er kann auch mal verloren gehen, was uns auch schon passiert ist, weil der Deckel des Staubehälters nicht fest verschlossen war und die Schotterstraße ihren Tribut gefordert hat. Auch durch Nachlässigkeit der Mitarbeiter, die das Wohnmobil vor Übergabe fit machen, kann sowas schon mal passieren. Daher bei der Übergabe die Augen offen halten. Sollte man aber doch einmal ohne Schlauch dastehen, so kann man sich für kleines Geld, ca. $10 oder ein bisschen mehr, in einem Haushaltwarenladen, Home Hardware heißt der in Nordamerika, oder in einem Heimwerkermarkt wie Canadian Tire, käuflich einen erwerben. Man fragt am besten nach einer RV Sewer Hose. Danach kann man wieder fröhlich dampen. Fester Anschluss, was ist Full Hookup? Manche Campgrounds, vor allem die privaten Trailerparks, bieten sogenannte Full-Hook-Up-Stellplätze an. Sie sind deutlich teurer als einfache Plätze und bieten neben einem Elektroanschluss die Möglichkeit, den Camper fest an das Trinkwassernetz und an die Kanalisation anzuschließen. Das empfiehlt sich von Zeit zu Zeit, wenn man mal mehr Komfort mit unbegrenztem Wasser und Elektrizität genießen will. Vor allem aber am letzten Tage vor der Rückgabe, denn dann ist das Dampen gleich mit erledigt. Beim Full Hookup läuft eigentlich alles fast genau, so wie zuvor beschrieben, mit einigen kleinen Besonderheiten ab. Erstens ist die Sewer Hose einmal angeschlossen und in das Kanalrohr eingelassen, bleiben die Schieber geöffnet, bis man die Zelte wieder abbricht. Zweitens. Der Frischwasserschlauch wird diesmal an den Anschlussstutzen für das Stadtwassernetz fest angeschraubt. Danach verfügt man über diese Ressourcen wie zu Hause. Wie erkenne ich, dass es Zeit ist, zu dampen und aufzufüllen? Das Wohnmobil hat im Wohnbereich eine Statusanzeige für die Füllstände der drei Wassertanks. Während der Füllstand des Frischwassers recht zuverlässig angezeigt wird, sind die Anzeigen von Grau- und Schwarzwasser recht trügerisch, was in der besonderen Konsistenz vor allem des Fäkalwassers begründet ist. Wer aber konsequent mit dem Dampen auch Frischwasser befüllt, kann sich an dessen Füllstandsanzeige orientieren. Auch wenn der Frischwassertank der größte von allen ist, kann man mit folgender Regel gut leben. Weil Grau- und Schwarzwassertank zusammen etwa so groß sind wie der Frischwassertank, sollte man spätestens dann tätig werden, wenn der Frischwassertank noch ein Viertel des Inhalts anzeigt. Bei exzessiver Toilettennutzung entsprechend früher. Tja, das war's dann auch schon mit unserem kleinen Beitrag zum Thema Dumpen in Nordamerika. Der Beitrag ist dadurch entstanden, dass wir tatsächlich in unseren Videos unten im Forum Fragen zu dem Thema hatten. Ich hoffe, es war interessant für euch oder hat euch auch sonst gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Sollten weitere Fragen bestehen, stellt sie im Forum. Dann werden wir sie gleich dort beantworten oder vielleicht sogar einen neuen Beitrag generieren. Und falls das Thema rund um das Campen mit einem Meet RV in Nordamerika euch interessieren sollte, dann abonniert am besten diesen Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.